Hallo zusammen, ich bin Böser Gummibaum und willkommen zurück zu Let's Play Civilization 6 Gathering Storm Frontier Pass als Katharina von Medici. Wir befinden uns auf unserem Gandhi Run, wo wir extrem friedlich sind, was natürlich dazu führt. Ich meine, es zwitschert hier ein Vöglein auf meiner Schulter, okay, irgendwo laufen fucking Rehe rum. Ich bin eine große Prinzessin, everything Disney as fuck. Und was passiert? Der scheiß Ungar schaut vorbei. Jetzt meint der Shagger noch, ich sei etwas kopflos. Was soll ich machen? Ich versuche hier friedlich zu spielen, okay? Ich versuche friedlich zu spielen und mir den einen Tuff Small gegeben von bösartigen Schweinenazis. Exactly. That's what's happening. Drum bin ich etwas kopflos. Anyways, wir sind in einem Krieg. Und der hat Armbrustschützen und hat den blöden Sun Dingsi. Der Schwabenboy hat außerdem noch geschrieben, ob das ja nicht so ist, dass ich, wenn ich da einen Bezirk draufbaue, dann die Ressource bekomme. Ich glaube, ich kann keinen draufbauen, solange eine Ressource da ist. Und ich glaube, es ist tatsächlich nur so, wenn die Ressource erst aufgedeckt ist, nachdem man den Bezirk gebaut hat, dass man dann die Erträge bekommt, beziehungsweise die Ressource, die drunter liegt. But I'm not entirely sure, actually. Martin, ja, schreibt, zusätzliche Challenge-Held-Monus ohne eigene Helden. Und Redfeller schreibt, wieso sollte sich dermaßen quälen? Ihnen sollte das Spiel noch etwas Spaß machen. Ich mag Redfeller. Good job bei you. Wobei, ich bin im Moment dann eh nicht im Begriff, mir irgendwo einen Helden zuzulegen. So, let's see. Wukong hat kein Maß, genau. Shagger hat nicht nur geschrieben, dass ich kopflos bin. Er war auch konstruktiv. Er war auch konstruktiv. Das muss man ihm lassen. Nicht nur konstruktiv, aber auch konstruktiv. Dann später kann sich vielleicht beim Umgang mit den... Ah, da ist schon wieder Campus. Da wird schon wieder der Dingsi böse, wenn ich das nicht mache. Nein, nein, nein. Ich kann... Roll dead. Der GF-Master. Und zwar Victor und Lager sind noch deine Ideen. Ich glaube, das ist mir gerade zu deppert. Mal wir anderen Shit machen. Ich glaube, das ist defendable. Sage ich jetzt einfach mal. Solange wir ihn hier haben. Solange Cardiff nicht abhaut, ist es defendable. Wenn sich der Ungar Cardiff holt, dann wird es ein bisschen schwierig. Ich soll auch ein Lager dahin bauen, wegen... nicht ein Lager. Eine Stadt dahin bauen, wegen Wunder hier. Für die Einheiten und Shit. Und ich könnte auch mit dem Reiter hier daneben reiten gehen. Das werden wir vielleicht noch machen. Später. Kirito Kun schreibt, sehr interessant in einer schwierigen militärischen Lage zu sehen, wie gestanden du durchschlagen wirst. Ja, ja, solange der nicht noch mehr Einheiten schickt, kann das sehr gut funktionieren, meiner Meinung nach. Er kann sogar, glaube ich, noch ein paar mehr schicken. Nicht mehr Armbrustschützen. Ah ja, dann ist schon wieder Schwarmball vom letzten Mal. Wir sind fast durch die Comments. Ich bin ein bisschen drüber geschweift, aber hey. Zumindest lese ich sie vor diesmal. So halb. It's something, isn't it? Okay, und da oben rennt noch irgendwo einer meiner Handwerker rum, gell, die jetzt von den Barbaren genommen werden. Vielleicht kann ich sie mir dann dort wenigstens wieder zurückholen. Und da ist irgendwo noch der Sun Wu Scheiße Kong. Der ist, wie Shagger geschrieben hat, unsichtbar, solange keine Einheit neben ihm steht und er hat keine Geländefeldmalusse zum Rumlaufen. you motherfucker. Und er hat die alle ausgehoben. Kannst du das killen hier, please? Be very nice. Einmal hier drauf geschossen, nochmal hier drauf geschossen. This is so fucking sad. This is so fucking sad. Ist nicht tot, gell? Ist Wetten ist nicht tot? Ich wette, es ist nicht tot. Du kannst nicht hier vorbeigehen. This is bullshit. Stop being an idiot. Ich weiß, dass es nicht funktioniert, aber das Spiel sagt, es würde funktionieren, deswegen mache ich es jetzt trotzdem. Fuck you. Okay, es hat funktioniert. Ignorieren Reiter, Dingsi wahrscheinlich, gell? Und mit Dingsi meine ich natürlich wie immer Zone of Control. Alrighty. Dann aber halt die Stadt bauen, ist cool. Du hast das gebaut, ist auch cool. Nur leider sind da jetzt Babsis, die rumlaufen. Und ich kann leider gerade keine Einheit dazu schicken, um dich zu beschützen. Which is kinda very incredibly sad. Wollen wir einen Tempel der Artemis hier hinbauen? Warte mal, was war das schon wieder? Das war mit Lagern und so schick, gell? Weiden und Plantagen. Also will ich den eigentlich lieber hier hinbauen, gell? Weiden und Plantagenmodernisierung. Eine Plantagenmodernisierung, okay? That's not. It's exactly great. Weiden. Lager, Weiden und Plantagen. Warte, wird das eine Plantage, ja? Ja. Ja, aber was kommt da drauf? Jo, sag mir, was da drauf kommt. Auf der Stelle. Spiel. Don't be a dick. Mais. Bauernhof. Motherfucker. Okay. Naja, innerhalb von vier. Vier Geländefeldern. Okay, okay, okay. Das heißt, wir könnten hier nur ein Tempelchen irgendwo dahin bauen. Da haben wir wenigstens zwei davon. Wir wollen mal schauen, ob wir das hinkriegen. I'm not entirely sure. Also müssen wir vielleicht doch mal irgendwas anderes machen als fucking Wunder bauen at some fucking point, possibly.
Was will ich denn jetzt bauen? Also ich will definitiv nicht noch einen Siedler bauen, weil wir bauen jetzt zwei Siedler. Das sind die zwei Siedler, die ich noch brauche, I guess. Das heißt, wir können hier entweder noch einen Campus bauen. Wir können noch keinen Theaterplatz bauen, which kind of sucks. Meine Hände wurde geplündert, which also kind of sucks, by the way. Wir könnten auch ein Handelszentrum bauen, aber wir haben nicht wirklich ein absolut monströses Plätzchen dafür. Wobei wir die Handelszentren nicht brauchen. Ich will nicht wirklich so viele Campus bauen. Ich weiß, wir sind eh schon hinterher. Aber wir brauchen ja eher Kultur jetzt, nicht? Also kann ich da jetzt zupflastern mit fucking Campussen, nicht? Vielleicht haben wir... Vielleicht scheißen wir nicht auf den Campus? Oder zwei Campus ist noch okay? Was sagt ihr? Ich meine, ihr könnt jetzt nichts dazu sagen. Aber es ist ein Vierer, though. Es ist ein... Wie? By the way, warum? Kurze Frage mal. Gibt es jetzt einen ganzen? What? Delay-Linie. Delay, oder? Ist es nicht Delay? Du sagst mir, es wäre das, aber es stimmt ja nicht. Das muss doch Delay-Linie sein. Ich brauche ja zwei von denen, damit das was wird. Ich glaube, ein Vierer-Campus müssen wir schon bauen. Ich glaube schon, ja. Schon irgendwie, gell? Ja. Ja, bin ganz eurer Meinung. Ey, ich habe den Campus geplündert. Ich habe den Campus geplündert. Yay! Bitte eine Runde Applaus für mich. Dankeschön. Nächste Runde. Wir sind so unkill. Safe? hello? Ha! Okay. Ziff hat sich gerade einfach geschlossen. Das wird jetzt mega laut, sorry. Das wird irgendwie nicht leiser, der Vorspann, nur weil ich Ziff leiser mache. Also jetzt Achtung, Achtung, Ohren zu halten. Ich habe euch gewarnt. Ich habe euch gewarnt. Don't tell. Ja, there you go. Told you. Bla 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 bla. Ich werde das nicht schneiden hinterher. Sind wir ehrlich miteinander. Wieso bist du jetzt gerade abgestürzt, Ziff? Kannst du das bitte... Oh fuck, automatische Speicherungen. Kannst du das bitte unterlassen? Please? Wenigstens habe ich jetzt Zeit für einen Schluck Kaffee. Auch lahmend. Es sollte nicht so lang laden, okay? Bla 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 bla. Ist sie eigentlich auf einer Orgie oder so? Ist das irgendwie so eine, keine Ahnung, so eine Sadomaso-Sache, auf die gerade reingekippt ist? Wegen der Maske, meine ich. Oder ist das einfach nur ein Maskenball? Das könnte natürlich auch sein. It's plausible. Will sie euch glauben machen? Spiel fortsetzen, okay. Haben wir nicht geplündert? Nein. War das irgendwie im Campus plündert? Vielleicht ist das Spiel abgestürzt? Weil ich den Campus geplündert habe. I was like, you're not allowed to do that. Gehen wir an den Scheiß wieder. Na, jetzt können wir so schnell entscheiden, nicht? Jetzt haben wir das Ganze schon durchdekliniert. Bam. Du bleibst hier. Du bleibst hier. Jetzt bitte nicht abstürzen. Please. 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 Okay, looks good, looks good. Like it. Wenn ich das ist voll. Na, aber da waren wir doch schon. Waren wir da nicht schon? Da waren wir schon, gell? Jetzt habe ich nur auf ihn geschossen und dann ist es auf einmal. What was the problem? Das ist ja wirklich nicht. Das ist schon wieder auch ein Hügel. Wieso ist eigentlich alles ein Hügel? Vielleicht irgendwas einmal nicht ein depperter Hügel sein? Maybe? Possibly? Ich habe Angst. Ums Geld. Ums Geld. Meine Bogies. Das letzte Mal wurde auch einer gewonshottet. Einfach ohne Vorwarnung. Geh mal dahin. Widmung wählen. Der ist natürlich in einem fucking Golden, der Pisser. Meh. Ja, ich meine, was soll ich machen? Ich meine, ehrlich. Nicht. Was soll man groß machen da? Kann ich einfach abhauen hier durch eigentlich? Einfach kurz da weglaufen, weil du eh keine Mauern hast. Oh mein Gott, what a bitch! What an incredible bitch. Ja, sind wir alle freundlich miteinander. This is fine. What happened up here? Yes. Come on, ihr könnt's. Ich glaube an euch. Handelswege gewähren im Absatz bis der gewählte Spieler Hand plus 1. Wie wär's mit mir? Ich schlag's nur mal vor. Wenn ihr Handelswege zu einem Stadtstaat dieses Typs Stadt gewähren den einzigartigen. Wie wär's mit Religion nicht? Wir sind jetzt einfach mal ein bisschen negativ hier. Ich will eigentlich nicht zu viel von meiner diplomatischen Annehmlichkeiten hier. What happened? Poundmaker. Plus 100 zur Militärstation. Fucking Kriegstreiber. Überall.
Ich habe eine Mauerpiste. Was machst du jetzt, hä? Was machst du jetzt? Keinen Schaden nehmen. Okay, alles klar. Just ask questions. Du gehst weiterhin hier hoch. Wer hat jetzt noch etwas fertig gebaut? Du hast deine Mauern fertig gebaut. Könntest du jetzt? Du kannst nicht den Tempel. Wieso kannst du keinen passenden Ort, um das zu bauen? Muss neben einer Lagermunition. Well, that sucks. Donkey Balls. Wollen wir jetzt den Regierungsplatz mal hinsetzen? Ah, shit. Jetzt muss ich wieder anfangen zu überlegen, wo ich mein ganzes Shit hinsetzen will. Da wäre ein Theaterplatz, oder? Da ist der Theaterplatz für sure. Das sind zwei Wunder daneben, oder? Der kriegt der Kultur zum Arsch auswischen. Ich glaube nicht, dass man das so sagt. Anyways. Theaterplatz. Hello? Ja, bis dahin wird es angrenzen mal. Und für den Dings ja auch noch. Ja, was ist, wenn ich ihn hier hinbaue? Bringt dem was? Bringt dem Theaterplatz was? Would be genius. Wir haben nur keine fucking, wieso habe ich das jetzt eigentlich da unten nicht gebaut? Ah ja, weil der andere geklaut wurde. Right. Das müsste ich echt einmal bauen. Du könntest doch einen Handwerker bauen, aber wir haben gerade die Handwerker-Dings hier nicht drin. Kommen wir nur noch Feudalismus, by the way? Just, you know. Weil das nett wäre. Nein, was wollte ich gerade nachschauen? Das wollte ich nachschauen, right. Nein, wir haben nicht die plus 30% Produktion. Vielleicht warten wir. Ja, wobei, wir haben bald den Siedler fertig. Nein, wir können bei Drama und Dichtung dann wechseln. Dann können wir dann einen Handwerker bauen. Dann müssen wir nicht jetzt raushauen. Vielleicht checken wir uns schnell die Bibliothek. Wir brauchen natürlich auch eigentlich auch ein Handelszentrum. Wir könnten da das Handelszentrum bauen. Da den Regierungsplatz. Da das... Der Theaterplatz. That might be actually genius. Du stirbst jetzt nicht, weil er da irgendwie drüber kann und deppert ist und überhaupt ein Arsch, gell? Lauf. Run! Oh. I'm scared. Okay, militärischer Notfall. Kann ich bitte einen militärischen Notfall gegen diesen überfucking aggressiven goddamn Scheiß Ungarn haben? What the fuck? Wieso jedes Mal, wenn ich jemanden auch nur deppert anschaue, ist es ein militärischer Notfall gegen den Gummibaum. Weltfrieden und shit. Und wenn mir die ganze Zeit einer auf die Eier geht, dann sind alle so, ja, it's fine, it's okay. Why not? Das finde ich nicht nachvollziehbar. Wer, der ist jetzt in dem Pisser. Hast du gerade ab in meinem Mann, you colossal dick. You colossal fucking dick. Da komme ich nicht durch, okay. Der Brechen? Ja. Ja, gleich der Brechen erst. Stop it. Stop it! It's so not okay, ja. Yeah. Oh, he's almost dead. I can't kill it. Go here. Einmal. Frage. Nur so rein aus Interesse. Bin ich das? Nicht mit dir, mit dir. Mit dir? Patzit, that sounds good to me. Sounds good to me. Part-Situationen sind meine Lieblingssituationen. Da muss am Schluss keiner weinen. Wir hauen da kurz mal noch eins rein, okay? For security reasons. Ich weiß, wir wollen eigentlich auf Kultur gehen. I know. Der Ungarn weiß es aber leider nicht. Und gibt mir deswegen kolossal auf den... Junge, was mache ich denn jetzt? Ich kann da nicht durch. Jesus, run! Ich weiß nicht, wie lange Cardiff das noch aushält hier. Die werden ziemlich massakriert. Ja, Schweinehund. Frieden? Yeah, let's do it. Großzügig, finde ich auch. Sehr großzügig von mir. Good job, now fuck off, please. Thank you. Und da hat man wieder Frieden. Gandhi hat wieder zugeschlagen. GGEs. Piss off. War noch mehr Einheiten gerade. War noch mehr Einheiten. Okay. Er hat mir einiges zerstört, okay? Und er hat mir meinen Handwerker geklaut. Also er hat mich definitiv geschädigt. Wenn es hier nicht so eine rechtlose und gottlose Welt wäre, in der wir leben, könnte ich ihn verklagen. Und mir meine Handwerkskosten wieder reinholen. Aber leider leben wir in einer rechtlosen Welt. Deswegen kann ich das nicht. Deswegen braucht man die Bogies. Du bist jetzt... Ja, genau. Jetzt wieder Pferdis. By the way, ja, ich hab dir gerade voll aufs Maul gegeben, aber jetzt will ich auf einmal Pferdis. Er gibt mir Geld dafür, von dem wir machen was. Außerdem kannst du mich irgendwann nicht mehr hassen. Can we just be friends? Why not? Right? Let's be friends. Gib mir das hier. Das passt soweit, glaube ich. Oh, oh. Schriftsteller her damit. Brauchen wir mehr davon. Auf der Stelle. Ich war immer schon ein großer Literaturfan. Seit ich Dagobert Duck gelesen habe, als ich klein war. Die Comics.
Geschichtsaufzeichnung, Militärtradition. Gibt es Dagobert Duck Bücher? Probably not. Von dem her war die Spezifikation Comics nicht wirklich nötig, aber ich wollte nur, dass keiner falsch versteht. Ausrichtungsbaum, glaubt, ich wäre ein Nerd oder so. Jesus. Geschichtsaufzeichnung, Verteidigung, was wollen wir denn? Wir wollen eigentlich den Feudalismus. Gehen wir Richtung Feudalismus. Eine Geschichtsaufzeichnung braucht kein Schwein, oder? In Wahrheit. Alrighty. Ich meine, Pisser hier kann jetzt nicht... Ich meine, einen Tempel bauen wir natürlich lernend. Baut niemand anderer einen Tempel? Vielleicht hätte ich den Tempel da bauen können sollen, nachdem ich ihn da nicht gebaut habe. Das heißt, wir haben jetzt als nächstes, glaube ich, den Theaterplatz raus. Ja. Wobei, nein, ein Handwerker schnell. Wir brauchen schon geschwind einen Handwerker. Wir müssen das noch schnell abholzen. Ja. Und dann nach Ausbildung brauchen wir dann doch langsam Brustschützen dann für die nächste Runde, wenn er schon mit Fake-Kanonen kommt, sollte ich vielleicht nicht mehr Bogis rumstehen. Wie könnt ihr es wagen, solche Ländereien für euch zu beanspruchen, wo euer Volk so schwach und schlecht geführt ist? Und führe mich nicht in Versuchung. Kornspeicher, Lager, na, wir haben gesagt, was haben wir gesagt? Wir haben was gesagt, gell? Wir sagen Theaterplatz. Wo kommt denn dann das Handelszentrum hin? Kommt da das? Dann habe ich mir wirklich langsam alle Hügel verbaut. Aber es ist such a good one, though. It's such a good one. We gotta have to do it, right? Du gehst dahin. Ey, wir bauen die nächste Stadt. Hello, Calais. Nein, du baust einen Handwerker, habe ich ja gesagt. Ma, ich bin so der Bauernhandwerker. Nicht. Warte mal, haben wir nicht? No. Haben wir nicht gewählt? Ja, cool. Weil er immer noch vier hat, nicht? Vorher auch gerade vier Runden braucht. Was soll die Scheiße eigentlich? What the fuck? Einheit benötigt Befehle. Du gehst hier hin. Hallo. Das ist wahrscheinlich mein Handwerker, gell? Das ist Folter. We're all apprentices. Wunderbar. Technologie bauen, by the way. So. Wir müssten nochmal kurz in Richtung Maschinen, please. Cause, people are being goddamn motherfucking dick assholes. Mhm, das habe ich richtig gesagt. Handelszentrum, Stadtmauer, Monument. Ich meine, ja, Monumente wären natürlich auch irgendwann vielleicht nicht die dümmste Idee. Auch wenn man da die Helden bekommt. Aber wie ich Händen? Brauche auch noch den Händler. Eigentlich muss ich Handwerker bauen. Leute. It's too much. Und der Stadtmauer brauche ich da drin auch irgendwann. Brauche ich einen Kornspeicher? Na, okay, wenigstens brauche ich keinen Kornspeicher. Das ist auch schon was. Wir können es anfangen. Wie lange braucht man bis zum Feuerfuckinglismus, hä? Feuerfuckinglismus dauert noch ein Weilchen. Ich meine, mit dem Monument wäre ein bisschen schneller. Wir brauchen auch ein Handelszentrum. Wir brauchen auch einen Händler. Ich muss eigentlich endlich... Fuck, bau den Händler. Ah! I don't know. Das Spiel ist auch in der Mitte abgestürzt. Okay, das hat mich überhaupt ganz furchtbar verwirrt. Right? Das ist eigentlich das Spiel schon. Ich kann auch hier... 1, 2, 3... Es ist eh immer das Spiel schon, wenn man ehrlich ist. Ich könnte hier eine bauen. Technically speaking. Das wäre in der Nähe vom Wunder. Oder da gibt es noch Schafis. Na, da ist aber deppert, weil wir dann nicht einmal den Fuchs mehr bekommen. Und ich meine, wo ich da wirklich da oben noch irgendwo eine paar? Da vielleicht? I mean, I guess so. Okay. Ah ja, Barblager. Wir können uns ums Barblager kümmern. That is great. Ja, nein, ich will nicht mehr. Ich will den nicht mehr irgendwo hinschicken. Okay. Weil eigentlich wollte ich dir. Ja, aber da hat es übrigens das Süßwasser. Das ist schon, Salzwasser, meine ich mit Süßwasser. Das ist schon was wert. Leichter Ausbruch. Ja, yeah, kriegt's alle aufs Maul. Habt ihr verdient, ihr Pisser. Okay, du gehst hier hin. Okay, da ist nichts Böses. Cool. Like it. Einheit benötigt Befehle. Hui! Hey, wir haben das Matterhorn gefunden. Beförderung ist auch noch verfügbar. Look at us go. Ja, gibt's mal eine Ja, ich verscherbe den Shit einfach an alle. Hey, wir können Shit kaufen, Leute. By the way. Will ich Ihnen Shit kaufen? Sind wir in Shit-Kauf-Territory? Ja, mach den Theaterplatz fertig. Du holst das ab. This is all not that shit. Das schaut eigentlich ganz nett aus hier, muss man sagen. Das wäre schon... Ich meine, da wäre schon leibend. Ist da so leibend? Ja, aber ihr kriegt ja das ganze Land hier. Ist nicht so leibend, aber ist fein.
Wham's Deep? Okay, cool. Na, du gehst dahin, glaube ich. Und nicht dahin. Tee haben wir hier auch noch rumliegen. That's cool. I like it. Du gehst aber hier hin und dann kriegst du die Hügel du hast schon. Er gibt die Hügel. Wir haben das Rad. Wir sind jetzt zumindest auf einem relativ direkten Weg Richtung Armbrustschützen mittlerweile. Ja, wir haben 20 Minuten gespielt. Also technisch gesehen nicht genau 20 Minuten, weil Ziff ja unbedingt einmal abstützen musste dazwischen. Aber die Folge ist 20 Minuten lang. Das heißt, ich hoffe immer, dass es euch Spaß gemacht hat, zuzusehen. Wenn das der Fall war, lasst dann ein Like oder abonniert den Channel. Aber vor allem schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Baba!